Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe ein Paket von der lieben Niki, von Nikis Zauberecken bekommen. Und zwar nämlich den Adventskalender. Mal eben hier noch aufschneiden. Ja, Adventskalender gab es letztes Jahr auch schon. Das habe ich euch auch gezeigt und habe ich auch ein bisschen mitgenommen. Und dieses Jahr gibt es wieder einen und da hatte ich wieder richtig Lust drauf. Und deswegen habe ich mir den auch bestellt. Die gibt es aktuell auch noch im Shop. Also den könnt ihr noch bekommen. Mal gerade schauen, das ist der Lieferschein. Okay. So, ich würde sagen, wir packen das aus. Ich zeige euch natürlich jetzt nicht hier den Inhalt des Kalenders, weil ich will mich ja auch selber überraschen lassen. Aber so ein paar kleine Sachen werde ich euch jetzt mal zeigen, wie das Ganze sozusagen aufgebaut ist. Und ja, ich packe mal aus. Knister, 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 knister. So, und zwar habe ich einmal als Goodie hier einen Kugelschreiber von ihr. Da steht auch nochmal der Shop drauf. Ich werde ihn euch aber unten auch in der Videobeschreibung verlinken. So, dann schaue ich mal, was wir hier haben. So, hallo liebe, ihr lieben Bastelfeen. Ich lese euch das einmal vor. Ein herzliches Dankeschön von mir an euch, weil ihr meinen Adventskalender bestellt habt. Damit es am 1. Dezember direkt losgehen kann, habe ich hier noch ein paar Hinweise. Ich lese jetzt nicht komplett alles vor, aber die Reihenfolge der Türchen steht wohl diesmal fest. Letztes Mal konnte man das aber selber wählen. Das ist einfach einfacher für sie gewesen zum Perlenpacken. Um euren Stoff schon vorzubereiten, habe ich als alles Wichtige in ein extra Türchen gepackt. Dieses dürfte ich jetzt schon öffnen. Das wird dann das Grundmaterial sein, genau, hier. Ich öffne mich am Anfang. Wer kennt die Anspielung? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Nicht jeder schafft es schon morgens in seinen Kalender zu schauen. Daher, ich kann heute auch nicht vorlesen, ne? Und daher meine größte Bitte an euch. Genau, man soll das Ganze erst einen Tag verzögert zeigen, Bilder oder Videos. Weil ich wahrscheinlich nicht dazu kommen werde, so gut mitzukommen beim Kalender, weil ich privat momentan sehr, sehr viel zu tun habe. Werdet ihr wahrscheinlich von mir keine Videos sehen, aber mal schauen. Bei mir beginnt quasi jetzt die heiße Phase und da wird es noch stressiger, als es eh schon ist. Aber auf jeden Fall in meinem Discord werdet ihr das sehen können. Aber auch da werde ich mich dran halten, dass ihr das wirklich erst am nächsten Tag seht. Link zu meinem Discord ist unten in der Videobeschreibung. Da gibt es nämlich noch aus dem letzten Jahr einen extra, ja, einen extra Chat quasi, Spoiler für den Adventskalender, da werde ich auch meine Bilder reinposten. Also auch die Leute, die in meinem Discord sind oder gerne reinkommen, da könnt ihr das sehen, aber auch nochmal mit einem Tag Verzögerung. So, und was wir hier nochmal haben, nochmal eine Grundtechnik, also eine Anleitung für die Perlenstickerei für diejenigen unter euch, die das noch nie gemacht haben. So, wir packen das Ganze mal aus. Also, das packe ich gleich auch aus, aber da zeige ich euch halt nichts draus. Aber das machen wir auch mal auf. Und zwar haben wir hier einmal eine Rolle Garn. Und das ist reichlich, wie ihr seht. Das ist wirklich eine große Rolle. Ich denke mal, ich werde wieder mit meinem Garn sticken. Mit dem Titan 60E. Dann haben wir hier den Stoff. Ich würde sogar sagen, der ist weicher als beim letzten Mal. Wir machen den auch einfach mal auf. Ich weiß gar nicht, das stand jetzt, glaube ich, gar nicht, wie groß das Bild ist. Oder habe ich das übersehen? Farbanzahl ist 16. So, schauen wir uns mal den Stoff an. Ist natürlich kein Riesenbild, ist klar. Aber der ist auf jeden Fall schon mal weicher als letztes Jahr. Das finde ich sehr, sehr gut. So. Dann haben wir hier eine Nadel. Finde ich auch gut hier mit einem
Kleber nochmal festgemacht, dass die da auch nicht hin und her fliegen kann. Ein Lineal finde ich sehr, sehr gut. Kann man immer gebrauchen. Und etwas anderes, ein kleines Extra-Goodie, das zeige ich euch aber nicht. Das werdet ihr sehen, wenn ihr diese Grundmaterialien-Tüte öffnet. Aber wie gesagt, das Goodie, das zeige ich euch nicht. Das bleibt eine Überraschung, wenn ihr das dann selber auspackt. So, okay. Das zu den Grundmaterialien. Dann packen wir trotzdem das einmal aus. Wie gesagt, ich zeige euch nichts aus dem Kalender selber, weil ich das ja selber als Überraschung haben möchte. Also auch ich weiß nicht, welches Bild es ist oder sonstiges. So, wir haben hier, okay, man kann es auf jeden Fall aufhängen, das hatten wir letztes Jahr auch. So sieht das Ganze aus. Ich lege es mal hin. Und die Türchen sind auf jeden Fall auch durcheinander drauf geheftet. Das finde ich cool. Dann kann man nämlich ein bisschen suchen. Und das ist wieder richtig schön gestaltet. Schaut mal. Hier mit so einem Stern ausgestanzt. Und dann hier die Nummer schön groß drauf. Also auch sehr gut zu erkennen und richtig niedliche Sticker. In diesem Türchen findet ihr die jeweiligen Perlen für den Tag und die Anleitung. Insgesamt also 24 Anleitungen. Hier ist die 24. Ich finde die Farbwahl auch sehr, sehr schön. Da freue ich mich schon richtig drauf. Also ich muss sagen, es hat letztes Jahr schon mega viel Spaß gemacht. Und ich weiß, dass sie die ganze Idee, also das war ja letztes Mal das erste Mal, dass sie das gemacht hat, die ganze Idee ausgearbeitet hat. Hier ist die Nummer 1. Auch mit einem Team tatsächlich, auch mit einem Team, das getestet hat, das Bild und Verbesserungsvorschläge gemacht hat. Ja, finde ich richtig gut, auch mit dem Band, diese verschiedenen Farben. Ja, mal gucken, wo ich da ein Plätzchen finde, wo ich das... Bleibt auch so stehen. Wo ich das aufhängen kann. Ich freue mich auf jeden Fall schon richtig doll darauf. Wie gesagt, hat letztes Jahr schon mega viel Spaß gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass ich mir dieses Jahr keinen anderen Adventskalender gekauft habe. Auch kein Schoki, kein Balea oder was ich sonst noch so hatte. Wirklich nur diesen. Und ich freue mich richtig doll schon auf die Zeit. Ich hoffe, dass ich soweit halbwegs mitkomme mit dem Sticken. Auch wenn es schwierig wird, probiere ich es. Es ist wohl so... Ja, dieses Jahr ein paar weniger Perlen als letztes Mal. Steht jetzt aber nicht drauf, oder ich sehe es zumindest gerade nicht, wie viele Perlen es diesmal sind. Also es ist wirklich gut schaffbar. Beim letzten Mal war es ein bisschen, ja, man hat es geschafft, aber an manchen Tagen habe ich es tatsächlich auch nicht gemacht und habe es dann am nächsten Tag, muss ich dann ein bisschen mehr sticken. Dieses Mal habt ihr nicht ganz so viele Perlen, die ihr täglich sticken müsst. Das heißt, da sollte man eigentlich gut vorankommen. Ich werde euch bestimmt irgendwie auf dem Laufenden halten. Auf jeden Fall auf dem Discord werdet ihr meine Bilder sehen, wie weit ich da gekommen bin. Vielleicht auch hin und wieder mal bei Instagram, YouTube muss ich schauen. Ist sowieso momentan halt etwas schwierig mit dem Drehen. Aber irgendwie werdet ihr da auch irgendwas von mir erfahren. Also, wenn ihr Lust habt, den Adventskalender zu kaufen, noch sind welche verfügbar, dann schaut gerne bei der Niki im Shop vorbei. Ich verlinke ihn euch, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen... Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da und schreibt mir auch, ob ihr euch den Adventskalender auch gekauft habt oder noch kaufen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben! Ba, 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 ba.